Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht mal wieder um einen Zuschauerwunsch, und zwar habe ich die Anfrage bekommen, mal eine Maske zu testen. Es gibt davon auch Augenpads, aber leider hatten sie die hier nicht. Ich bin jetzt erstmal froh, dass ich diese Maske hier bekommen habe. Ich habe mir auch schon die deutsche Seite aufgemacht, weil hier steht alles auf Spanisch drauf. Aber das ist diese Garnier 2 Million Probiotics Maske. Und ich war da schon total gespannt drauf und freue mich auch heute Morgen, dass wir sie zusammen ausprobieren können. Ich habe mir schon mal die deutsche Seite dazu aufgemacht. Wartet mal. Ich bin mal in mein Handy gegangen auf die DM-Seite und habe mal geschaut, was DM denn dazu sagt. Ja, Tuchmaske, 2 Million Probiotics. Die kostet bei DM 1,95. Und da steht Infos zum Produkt. Wirkt matter, fahler und trockener Haut entgegen. Repariert die Hautbarriere intensiv, sofort beruhigende Wirkung, auch für sensible Hauttypen geeignet und versorgt die Haut reichhaltig mit Feuchtigkeit. Das kennen wir ja von Garnier, ne? Garnier hat ja für mich wirklich einer mit der, das sind alle mit der besten Masken von der Feuchtigkeit her, ne? Feuchtigkeit ist bei denen immer ohne Ende drin. Die Tüten sind immer gut gefüllt, egal ob Augenpads oder irgendetwas. Es ist immer richtig Serum drin. Und das liebe ich einfach an den Masken von Garnier. Ja, die Skin Active 2 Million Probiotics reparierende Tuchmaske von Garnier Active oder Skin Active ist eine Hautpflege. Ah ja, okay, die auch für die sensiblen Hauttypen geeignet ist. Sie enthält 2 Millionen probiotische Fragmente, die gegen matte, fahle und trockene Haut wirken. Hier steht es also nochmal. Gleichzeitig soll die Haut als auch die Hautbarriere reparieren. Darüber hinaus besitzt die Tuchmaske von Garnier eine sofortige beruhigende Wirkung und hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl. Ich finde, das machen sie alle, ne? Ich finde, egal welche man da aufträgt, man hat hinterher mal das Gefühl, dass die Haut wirklich super gut durchfeuchtet ist, dass sie, läuft meine Kamera eigentlich? Ja, dass sie super gut durchfeuchtet ist, dass sie wirklich auch nachhaltig richtig schön gepflegt ist und man nie das Gefühl hat, man hat irgendwie eine trockene Haut bei den Masken. Also deswegen, ich liebe die von Garnier auch wirklich. Ja, die Gesichtsmaske versorgt die Haut zudem intensiv mit Feuchtigkeit, hydratisiert sie und sorgt für ein für ein strahlendes Hautbild mit mehr Glow. Die vegane Formel unterstützt die hauteigenen Reparaturfunktionen für einen gesund aussehenden, frischen Teint. So, was gibt's hier noch? Kühl und trocken aufbewahren. Verwendungshinweise. Okay. Ja, Gesicht erstmal gründlich reinigen und abtrocknen, dann die Maske aus der Verpackung nehmen, 15 Minuten einwirken lassen. Rückstände können entweder von der Haut oder vom Gesicht genommen werden oder vorsichtig einmassieren. Oder aber mit einem Wattepad entfernen. Ja, cool. Dann werden wir das jetzt mal machen. Wir starten einfach mal mit der Gesichtsreinigung. Das heißt, ich habe mir überlegt, ich werde mit euch zusammen mir das Gesicht waschen. Und dafür nehme ich ja im Moment meinen Cleanser von Frau Dr. Jetzke. Das ist ihr. Ich nehme immer so, ja, 3 bis 4 Pumphübe. Im Übrigen reinige ich immer zweimal. Das heißt, beim ersten Mal nehme ich alle Sachen runter von der Nacht, von gestern Abend. Da ist noch Hautcreme drauf und Serum von der Nacht. Und das nehme ich immer alles runter. Und dann reinige ich ein zweites Mal, damit die Wirkstoffe, die bei Frau Dr. Jetzke zum Beispiel im Cleanser sind, auch wirklich gut einziehen können. Und jetzt hole ich das erstmal wieder runter. Ich habe hier meinen Waschlappen von Beier und Söhne, den liebe ich, das wisst ihr. Ich habe leider nicht so viele, einige sind noch in Deutschland. Und ich habe sie leider nicht alle hier. Ich habe meine ganzen Washis hier. Aber meine Waschlappen von Beier und Söhne sind in Deutschland. Und ich mag Waschlappen eigentlich lieber. Oft mache ich es so, wenn ich jetzt den Waschlappen ausgewaschen habe, dann lege ich mir den nochmal auf das Gesicht, sodass die Wärme wirklich die Poren öffnet und nicht mit kaltem Wasser, wo sich ja die Poren zusammenziehen. Und das mache ich zweimal. Jetzt mache ich das Gesicht nochmal nass. Und jetzt merke ich auch schon, dass alles vom Gesicht runter ist. Und da nehme ich dann meist nur 3 Pumphübe. Ich habe im Übrigen den Cleanser, den Gel-Cleanser von ihr. Ich hatte mal den Reiniger für trockene und sensible Haut. Aber das war ein Creme-Cleanser und ich bin nicht so der Fan von Creme-Cleansern und habe jetzt den für die ölige Haut gewählt.
Und das ist ein Gel-Cleanser und der bekommt mir wunderbar und ich finde den richtig klasse. Und auch den nehme ich jetzt runter und dann haben wir auch alles runter und können die Maske auftragen. Ich nutze dieses Video auch gleich, um euch immer ein bisschen ein Review oder ein Feedback zu den Produkten zu geben. Bei dem Waschlappen von Bayer & Söhne habt ihr zwei Seiten. Im Übrigen auch eine flauschige Seite. Diese Waschlappen sind wirklich ein Phänomen. Die haben auch so eine Silberbeschichtung gegen Bakterien. Das heißt, ihr braucht euch da keine Sorgen machen, dass da irgendwie was drin hängen bleibt, ne? Wenn ihr die nur einmal benutzt oder maximal zweimal. Die sind super toll, die könnt ihr gut waschen, nur ohne Weichspüler bitte. Ihr habt hier auch einen Aufhänger und eine Pflegeanweisung mit dran. Super gut gekettelt. Das ist mein Review mal wieder zu den Bayer und Söhne Waschlappen. Auch das muss sein, weil die Produkte benutze ich ja. Und dann habt ihr gleich bei einem Maskenvideo auch eine Bewertung der anderen Produkte. Cleanser von Frau Dr. Jetzke hat hier die lilane Schrift. Das heißt also, genau, für normale bis oily Skin, also ölige Haut, das ist der. Und ihr kennt mich, ihr wisst, dass ich immer auch unter den Masken meine Hyaluronsäure auftrage. Und auch das machen wir jetzt zusammen und ich zeige euch mal, wie ich das mache. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber wenn ich mich gewaschen habe morgens, muss ich immer erstmal meine Nase wieder sauber machen und vorher läuft gar nichts, weil ich habe gefühlt da drin irgendwie eine Pfütze stehen. So, und als erstes mache ich dann meine Augencreme von Aveen drauf. Das ist die Aveen Rote Früchte-Extrakt mit diesem aprikotfarbenen Deckel. Ich zeige euch die in allen Videos schon seit einigen Jahren jetzt wieder. Ihr findet die auch noch in den Favoriten oder Aufgebraucht-Videos. Wenn ihr da was wissen wollt, schaut da gerne rein. Aufgebraucht mache ich jetzt nicht mehr. Das heißt, wenn ich was aufbrauche, dann werde ich es eventuell, wenn es ganz wichtig ist, in einen meiner Videos mit reinpacken, die ich euch vielleicht gerade zeige, so bei Favoriten oder so, dass ich dann sage, Mensch, das Produkt war auch super, es ist aufgebraucht, ich habe es zwar nicht mehr, aber es war toll. Dann ist es wie ein Aufgebraucht und gleichzeitig ist es ein Favorit. So, das ist die Aveen-Augencreme, Rote Früchte-Extrakt Refreshing mit dem aprikotfarbenen Deckel. Die benutze ich schon sehr, sehr lange. Da könnt ihr in andere Videos schauen und da werdet ihr sie finden. So, das nächste, was ich mache, bevor ich Hyaluronsäure auftrage, Moment, jetzt habe ich den Cleanser wieder in der Hand, ist den Toner auftragen von Frau Dr. Jetzt und den nehme ich ja jetzt schon fast ein Jahr. Das ist aber der für die trockene Haut, also Normal to Dry Skin. Der hat die rosafarbene Schrift. Der andere für die ölige Haut hat so fliederfarbene Schrift, ne? Und der für die trockene Haut hat auch beim Reinigeramt, also auch der Reiniger hat immer diese rosafarbene Schrift. Und das trage ich großzügig auf. Und gebe es auch noch mal in meine Handinnenfläche. Habe ich letztens gerade auf Instagram gezeigt. Da zeige ich ja doch noch viel öfter und viel mehr meine Morgenroutinen oder auch mal abends. Und da habe ich jetzt gleich etwas drauf. Das heißt, ich brauche kein Thermalwasser und kann dann gleich meine Hyaluronsäure auftragen. Von Dr. O. Ich nehme die schon 3 Jahre jetzt, nonstop. Gibt bei mir keine andere. Und die trage ich auf beide Hände und gebe die noch auf die feuchte Haut, damit die mit einziehen kann mit der Feuchtigkeit. Weil Hyaluronsäure bindet Feuchtigkeit, speichert Feuchtigkeit und die benötigt aber auch Feuchtigkeit, die sie speichern kann, weil woher soll sie sie nehmen? Nimmt sie sie aus eurer Haut? Dann habt ihr hinterher eventuell eine trockene Haut, weil die Hyaluronsäure kommt auf eure Haut, zieht in die Haut ein. Und dann habt ihr das Gefühl, ihr habt eine trockene Haut hinterher. Ja, weil sie speichert erstmal die Feuchtigkeit. Und wenn ihr keine mit auf die Haut gebt, dann nimmt sie sich die aus eurer Haut und dann habt ihr unter Umständen erstmal das Gefühl einer trockenen Haut. Ne? Also immer mit einem Rosenwasser, Thermalwasser etc., egal was, irgendwas müsst ihr auf die Haut aufbringen, bevor ihr Hyaluronsäure auftragt, egal welche, ob von Dr. O oder eine andere Firma. So, das lasse ich jetzt kurz einziehen und dann werden wir die Maske auftragen. Kleinen Augenblick warte ich jetzt, bis das hier alles eingezogen ist und dann legen wir los. Ja, ich gucke jetzt mal, wie die sich öffnen lässt. Ihr wisst ja, ich bin ein Fan, wow, von gut zu öffnenden Tütchen, wo immer die Masken drin sind. Ich mag es überhaupt nicht, wenn man sich erst noch eine Schere holen muss und alles, weil man steht dann meist schon im Bad und hat feuchte Hände und dann muss man erst wieder suchen gehen. So auch hier keine Umverpackung, das heißt, das Ganze kommt so raus.
und nicht noch mit Vlies und Plastik umhüllt und alles. Also top, Garnier wie immer. Die verzichten ja schon länger darauf. Und ich lese euch auch gleich nochmal was vor zu Probiotik in der Hautpflege. Wow, die klebt ein bisschen zusammen und die ist so nass, das glaubt ihr gar nicht. Die ist nicht nur feucht, die ist klitschnass, so wie sie sein soll. Ich liebe es. Ich liebe es jetzt schon. Ich sehe es jetzt schon. Ich finde es klasse. Ehrlich, ich finde es richtig, richtig klasse. Zuerst lege ich sie oben auf. Ja, die ist beduftet. Für alle, die kein Parfum mögen, muss ich das dazu sagen. So, und dann lege ich die erstmal grob überall dahin, wo sie hin soll. Und natürlich habe ich wieder keine Schere hier dabei. Wie auch sonst, ich habe es immer noch nicht geschafft, mir ins Badezimmer eine Schere zu legen. Ich werde das hier einfach ein bisschen mehr randrücken, ne? So, normalerweise schneide ich ja den Steg immer durch. Aber in diesem Fall nicht. Donnerschlag ist die nass. Leute, die ist richtig, richtig nass. Und die ist für wirklich die trockenste Haut. Die enthält so viel Feuchtigkeit, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wow. Wahnsinn. Und das dauert natürlich jetzt eine Weile, bis die einziehen kann. Ich werde mal den Rest wieder auf meinen Handrücken geben und gehe nochmal hier übers Dekolleté. Ich gucke mal, letztens habe ich es auch so gemacht, da habe ich dann die Reste aus der Tüte, aus diesem Sachet, abends benutzt als Serum. Ne? Ich gucke mal rein, wie viel da noch drin ist. Normalerweise schütte ich das ja immer in meine Hand, um euch das zu zeigen, weil dann muss ich es ja auch immer gleich aufbrauchen. Aber in diesem Fall ist es jetzt nicht ganz so viel. Okay. Wir gucken nachher mal, ob wir das noch einarbeiten können. Ich nehme jetzt mal das Handy und werde euch noch mal ganz kurz was vorlesen zu Probiotik in der Hautpflege. Meine Brille auf. Okay. Ich habe ja mein Handy hier. Und dann lese ich euch noch mal was vor. So. Gibt es hier was Interessantes? Also, was ist probiotische Hautpflege? Probiotische Hautpflegeprodukte werden bestimmte vorteilhafte Extrakte von guten Bakterien hinzugefügt, die einen positiven Einfluss auf unsere Haut haben. Das steht hier zum Beispiel. Dabei handelt es sich in der Regel um Probiotika. Das bedeutet lebende Organismen wie Milchsäurebakterien oder Präbiotika. Das sind die Nährstoffe für die Probiotika, also dass die sich auf der Haut halt vermehren kann. Dann gibt man den Bakterien, die man auf der Haut hat, also diesem Mikrobiom, dann gibt man den Futter, damit die sich auch ernähren können und sich gut vermehren können. Ziel ist es, diese sollen sich dort ansiedeln, wo man sie aufträgt. Es werden dabei hauptsächlich Extrakte von Bakterien verwendet, die sich positiv auf bereits vorhandene Bakterienstämme auswirken. Schädliche Bakterien sollen dagegen verringert und so ein guter Hautschutz aufgebaut werden. So, das ist das Thema, was ich hier gefunden habe im Netz, was ich ganz kurz vorlesen wollte. Ich finde so eine Information immer ganz hilfreich und ja, jetzt kann ich die eigentlich mal ein bisschen einwirken lassen. Und wir sehen uns einfach so in 20 Minuten, 30 Minuten wieder. Und dann erzähle ich euch, wie meine Haut sich anfühlt. Okay, also wir sehen uns gleich wieder. Und jetzt hole ich die Maske gleich mal runter. Die ist jetzt relativ gut angetrocknet. Aber ich mache nochmal Folgendes. Ich nehme nochmal mein Ultraschallgerät und gehe jetzt hier nochmal drüber. Ihr kennt mich ja, ich nehme das schon ganz, ganz lange. Und gerne bei Masken. So. Das heißt, die restliche Feuchtigkeit, die noch in der Maske ist, die arbeite ich jetzt noch richtig schön ein. Und dann schauen wir uns mal die Haut an. So. So langsam löst sie sich auch. Also damit kann man natürlich auch schon viel früher anfangen. Man kann vom ersten Moment an natürlich das einarbeiten. Oh, wow. Oh, wow. Das ist ja klasse. Hier ist nicht mehr viel drin. Die Reste gebe ich hier einfach über Hals und Dekolleté.
Na, das ist ja mal ein Feuchtigkeitsbooster. Alle Achtung, ist alles super durchfeuchtet. Auch jetzt könnte man noch die Reste einarbeiten, die in dem Tütchen sind, und werde das noch auf mein Gesicht geben. Ganz so viel ist es jetzt nicht. Es ist noch eine ganze Menge. Aber ich gebe das jetzt einfach mal drauf. Und arbeite das mit ein. Also es macht eine ganz, ganz tolle Haut. Die Haut ist wirklich super genährt. Sie sieht überhaupt nicht trocken aus, an keiner Stelle mehr. Es ist richtig klasse. Richtig, richtig klasse. Also die Maske finde ich auch super, super gut. Und man hat eine wirklich super durchfeuchtete Haut, das muss ich schon sagen. Ich gebe jetzt mal unter meine Augenpartie noch mein Lancôme-Augenserum. Aber erst gebe ich noch meinen Augenlifting-Booster drunter. Kamera läuft, ne? Ja, ich habe immer Angst, dass die Kamera gar nicht läuft. Ich weiß auch nicht warum. Den gebe ich hier noch unten drunter. Das ist der Augenlifting-Booster für die untere Augenpartie. Weil da hat die Maske ja auch nicht so fest draufgelegen. Und auf die Produkte verzichte ich eh nie. Der Augenlifting-Booster kommt immer, immer auf meine Haut. Jetzt hatte ich zur falschen Flasche gegriffen. Das ist der von Lancôme, das Augenserum. Dieses Genifique Pearl Augenserum. Ist nur ein Serum. Es ist keine Augencreme. So, das gebe ich auf. Und dann nehme ich meinen Wake-Up-Koffein-Booster, den grünen. Und gebe davon ein Tröpfchen auf meinen Finger und verteile den noch mit hier drin. Das heißt, ich habe meinen Augenlifting-Booster noch aufgetragen und dann Lancôme Augenserum, Genifique Pearl Serum. Das ist diese graue, silbergraue Flasche. Wer möchte, kann auch noch ein zweites Tröpfchen nehmen von dem Wake-Up-Koffein-Booster. Da ist ganz viel Koffein drin. Und den gebe ich immer total gerne hier unten drunter. Im Übrigen fühlt sich meine Haut richtig kühl an und richtig durchfeuchtet. Und keine trockene Stelle ist hier irgendwo zu sehen. Es ist alles super schön und prall. Also, boah, diese Garnier-Masken, ne? Eigentlich sind sie ja durch die Bank weg alle toll. Und immer wenn ich wieder eine neue ausprobiere, dann sage ich, das ist meine Lieblingsmaske. In dem Moment ist es das auch, aber es ist der Kracher, ne? Die macht ein super schönes Hautbild. Super, super schön. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich mache mich jetzt noch fertig. Ich trage noch jetzt meinen Dr. Jetzke Moisturizer auf. Und ja, und dann kommt noch mein Öl drauf und meine Sonnencreme, also mein Sonnenschutz. Und im Übrigen passen solche Produkte wie von Frau Dr. Jetzke, das ist so auf Gelbasis, Wasserbasis, ne? Das ist ein Moisturizer und im Prinzip es ist keine fettige Creme. Der muss auch in den Kühlschrank, wenn ihr den auf Vorrat zum Beispiel habt. Und oh, ich merke gerade, der verbindet sich natürlich super mit dem. Mit der Maske, weil das so zwei Produkte sind, die so feuchtigkeitsspendend sind, wirklich feuchtigkeitsspendend, und die harmonieren richtig. Ich glaube, ich nehm euch noch mal ganz kurz mit raus, dass ihr erstmal draußen bei Tageslicht sehen könnt. Wartet mal, ich nehme euch noch mal mit raus und dann gucken wir uns das Ganze draußen noch mal an. So, schaut euch mal mein Gesicht hier draußen an bei Tageslicht. Die Sonne scheint, es ist wirklich sehr viel Licht hier heute. Ich guck mal, ob ich hier schon. Nee, die Sonne kommt noch nicht hin. Aber ich bin noch mal ein bisschen näher an den Balkon gegangen, noch mal ein bisschen näher an die Sonne. Aber die Haut ist jetzt nur mit der Maske, also Hyaluronsäure-Maske und dann noch mal der Moisturizer von Frau Dr. Jetzke. Ne? Guckt euch auch das Dekolleté an. Mega, ich bin total begeistert. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. War wieder schön, eine Maske auszuprobieren heute und ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht. Erzählt mir gerne eure Erfahrungen, schreibt sie mir drunter zu der Maske. Ich würde mich freuen und dann bis zum nächsten Video.